komm dann mal kurz mit, ich briefe dich. Oh, du debriefst mich, ha? Oh. Ja, oder wir gehen mal weiter hinten weg, dann könnt ihr hier in Ruhe. Ja, euer Zeug machen, ihr wisst schon. Wo geht ins Haus? Dagan? Dagan, lass die Hose aber. Muss ich noch irgendwas wissen? Oder irgendwas machen? Na, komm rüber, ich erkläre den Rest. Komm her. Ja. Anubis! Ja, hier, rechts. Jo. Okay. So, stellen wir uns mal kurz vor, wir sind hier beim Bataillonskommando. Du wirst jetzt gebrieft und dein Auftrag, ich mach's ganz kurz, ist es, Elektrosawodsk einzunehmen. Bis spätestens 8 Uhr. Wir haben es jetzt 5 Uhr, kurz danach. Okay. Feindliche Verstärkung ist bereits auf dem Seeweg unterwegs. Die treffen wahrscheinlich dann nach um 8 ein. Nach 8 Uhr eintreffen, fand ich Verstärkung. Okay. Wahrscheinlich. Zweitens, wenn Elektro eingenommen ist, einrichten und einrichten einer Sicherung, festigen der Stellung und verteidigen Richtung Nordost. Wahrscheinlich Gegenangriff. Moment. Dann nach Einnehmen, nach Nordost verteidigen. Richtig. Gibt es irgendwelche Zonen, die wir von Elektrowadorsk heil brauchen? Oder? Negativ. Es sollten Kollateralschäden vermieden werden. Das heißt, wir müssen eine Verteidigungslinie ganz außerhalb der Stadt machen. Wobei, nein, du meinst dann. Die Idee. Wissen wir, was für eine Art von Verstärkung anrücken wird? Wahrscheinlich motorisierte Schützen, Kompanien. Was für Artillerieunterstützung habe ich? Ich prüfe. Mörser, Raketenartillerie, Panzerhaubitzen. Das Programm, jawohl, dann weiß ich genau, was ich mache. Das Clips der SPC. Kommt die Verstärkung zufällig aus Kamishovo? Weiß ich nicht. Bietet sich aber an, weil. Ja, das ist auf jeden Fall der nächste Fall. Okay, gut. Haha, dann wird das Verteidigen ja richtig geil werden. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe jetzt schon einen Schlachtplan dafür, aber jetzt muss ich erstmal hier Angriff konzentrieren. Haben wir sonst irgendwas über Feindlage? Bis auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Städte, die vier, Elektro, Pusta, Kamishovo, Tulga, wahrscheinlich sehr feindlich besetzt sind, mehr wissen wir nicht. Also Infanteriegruppe 1. Tor, ne? Genau, Tor. Erreicht der Future, 343er Kanal. Okay. Gut, dann. Soll das so sein? Dann die andere Gruppe. Gegen was für Einheiten spielen wir? Cäsar? Russen. Ach, Russen, genau. Genau, Odin. Genau, Shifty, sorry. Auf den 343er Kanal 5. Odin, Shifty. Das ist die Infanterie Nummer 2, oder? Genau, Kanal 5. Infanterie 2 ist gleich. Odin. Auf dem 343er, ne? Genau. Respawn-Punkt ist übrigens bei der Kirche hier im. Mogilevka? Oh Gott. In Mogilevka hier im Westen. Da stehen auch Fahrzeuge zur Verfügung, aber in Anbetracht der Entfernung wird Sterben sehr hart bestraft werden. Für alle. Gibt's einen Baldrin? Baldrin, ja. Ja, warte mal, wer ist es? Immer, wer ist es? Gruppe, Codename, Bereich okay, also Aufklärung. Rechnen können wir uns nicht. Ne, erstmal, wie heißt der Typ? Dafür ist der SPZ zu laut, aber auf den SPZ verzichten können wir auch nicht. Das müssen wir komplett ein anderes kriegen. Haben wir. Wissen wir, wie viele Feinde da sind? Ja, diese. Wo? Ja, halt nicht meinen Namen von denen. Was sind die Infanterie? Aufklärer. In Elektro oder wo? Im Allgemeinen in der Region. Wahrscheinlich doppelte Zugstärke. Was? Doppelte Zugstärke. Okay. Baldrin. Ja, trotzdem. Ist aber unklar, wie die verteilt sind im Gelände. Die müssen aber eh 10 Quadratkilometer halten. Beziehungsweise also, den Engpass bei der Straße. Das mit dem Süden, Fall. Westen und sowas, ne? Wenn wir Angaben über Funk geben, das wird gespiegelt, ne? Also Osten ist Westen, Westen ist Osten, Norden ist Süden und Süden ist Norden, ne? Also Moment. Norden. Gleich Süden. N gleich und S. Umgekehrt. Und W gleich. S gleich N und B gleich O. Ein Tipp noch, der Sanitätstrupp hat wie gesagt die Wasbox in ihrem Sunny-Fahrzeug.
Die können gleichzeitig noch Munition jeweils bereitstellen. Die werden ja auf jeden Fall brauchen. Also, dass du denen das gleich noch sagst, dass die schon mal genügend in den Hunter reinpacken. Okay. Ja. Gibt's das auch noch? Oder werden wir wahrscheinlich im Konvoi verlegen müssen. Was für Fahrzeuge haben die Infanteriegruppen? Schützenpanzer. Du hast die Schützenpanzer. Richtig. Es stehen aber, wie gesagt, hier am Spawnpunkt noch einige Fahrzeuge. Weil ich muss einen LKW nehmen. Also wir haben einen Fennec, dann haben wir noch den Hunter. Hunter ist Sunny-Fahrzeug, Fennec ist Führungsfahrzeug. Ob du das nutzen möchtest, liegt bei dir. Nee, ich möchte mich nicht als Zugführer dann ausgrenzen. Dann kriege ich ganz schnell einen Headshot von einem Sniper, das sehe ich jetzt schon. Gut. Also, die Infanteriegruppen müssen mit dem SPZ mit. Ja, die passen aber nicht alle rein. Wir haben zwei Gruppen und einen SPZ. Wir haben keine LKWs oder sonst irgendwas? Nur an dem Spawnpunkt. Gut, dann nehmen wir einen LKW vom Spawnpunkt mit. So, es wird ja eigentlich heller, ne? 5 Uhr morgens, dann wird es ja heller. Und dann braucht man vielleicht... Du bist, ist das jetzt 5 Uhr morgens oder abends? 5 Uhr morgens. Okay. Ja gut, dann habe ich keine weiteren Fragen. Wir haben, da wo die Schützenpanzer Stellung bezogen haben, noch ein Tarnzelt mit Aufsätzen für die G36, damit wir auch nachtkampffähig sind. Ja. Gut. Und wie gesagt, die Truppen haben an ihrer jeweiligen Stellung, bis auf den Spättrupp, kein Sanitätsmaterial. Hab ich jetzt geschnallt. Morgen, das wird jetzt für kein Sanitätsmaterial, okay, gut. Okay. Dann ist sehr gut. Dann ist schon in den Medic-Tricks, in dem Medic-Hunter. Ja, ausreichend. Okay, gut. Dann, gibt's sonst irgendwas, was Sie wissen muss? Negativ. Okay, gut, dann mitkommen. Straffe Führung. Reden? Jawohl. Zu mir. Beide. Ah, Steam. Ah, jetzt. Okay. Hier. Nein, der da, der andere ist Zackern. Der andere, der unglaubliche. So, ihr beide seid unser Einsatzsatz, schrecklich Medic-Zug. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, der Hunter ist eine Nachschubkiste. Den gilt erstmal euer Leben zu verteidigen, so ungefähr. Nee, der ist wirklich wichtig. Die allgemeine Lage werde ich dann verlesen, wenn wir insgesamt zusammen sind. Jawohl. 6 Konvoi, wie wir da vorangehen werden, werde ich das auch noch sagen. Jawohl, also bleib erstmal hinter euch, ne? Ja. Gut, dann erstmal, ihr beide sitzt in den Hunter auf, ich Anubis, wir holen uns einen LKW und fahren den mit. Und Anubis, wo sind jetzt unsere eigenen Kräfte wieder? Ich fahre dann den Feldweg entlang. Dann fährt sie einfach Anubis hinterher. Genau, vorkommt ihr mit dem LKW hier hin? Jawohl. Ja, wir kommen hier auf die Kreuzung, die stehen da hinten im Westen. Jawohl. Super. Marsch, wir haben nicht viel Zeit. Gut, du fährst, ich mach Kommandant. Ich? Beifahrer, ja, du fährst. Vielleicht nicht mein Führerschein, aber ist egal. Unglaublich, wie flüssig das gerade bei mir läuft. Ja. Kann mich irgendjemand hören von Gruppe Odin? Darf ich mich außerhalb des Verfügungsraums bewegen? Ja, da steht aber nichts. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Zagan? Ja. Ich habe nirgendwo drauf geklickt, aber ich bin dann irgendwie respawned. Da ist der Timer irgendwie rasend schnell runtergelaufen. Die ganze Gruppe Odin wurde im Wald niedergemetzelt. Was ist passiert? Ja, da kam ein Gegner. Den konnten wir. Nachtsicht hat zu sehr geblendet. Ohne Nachtsicht hast du nur Scheiße gesehen und der hat uns fertig gemacht. Waren nur mehrere. Okay, aufsteigen ist. Ich weiß nicht, wo der Rest ist von der Gruppe. Also, die wurden noch nicht getötet. Die liegen da wahrscheinlich noch rum. Oh. Ja. Oh. Ernst, Anubis, was machst du da für eine Scheiße? Vor allem, da war.
der eine Schützenpanzer war besetzt, aber der Gunner war nicht Dingens, weil der stand direkt hinter uns, der hätte die eigentlich gut bekämpfen können. Und da fiel ihm irgendwann ein, dass sein Gunner mal an die Position... Ich bin gerade einfach so gespawnt, ist das so? Ja, ging mir genauso, Clips. Wurdest du getötet? Ja, es kam angeschossen. Eine Killmeldung, ja. Aha. Also ich habe da nichts an dem Skript rumgebastelt. Habt ihr noch weitere Leute, die verletzt sind? Die ganze Gruppe Odin ist alles nicht da nieder. Wie mein Vater hat sich eingeschlossen, hab ich ihm gesagt. Wir haben Rundumsicherung gemacht, ich habe meine Gruppe eingeteilt. Auf einmal kam aus einer Richtung kam ein Feind oder mehrere. Aber in dem Wald, wo wir drin standen, da siehst du gar nichts. Ne? Und es sind wirklich alle tot. Die ganze Gruppe Odin ist dann ausgelöscht. Das fängt ja gut an. Ah. Was haben wir denn hier? Ich bin der Shifty. Moin. Moin, moin. Direkt mal Napalm anfordern. Der denn? Hm? Ich wollte gerade fragen, warum hört der denn nicht auf zu salutieren hier? User disconnected. Und für den Arsch. Gut. Wir bilden nur einen SPZ-Trupp. Shifty und wer auch immer da jetzt noch auf der anderen Seite gespawnt ist, ihr drei geht's mal in den SPZ. Wir fahren alle gemeinsam jetzt da runter und schauen, was die Lage ist. Ihr habt Feuer frei auf alle. Jawohl. Ich und Anubis, okay. Wir folgen mit dem LKW. Anubis, du fährst. Ja, Shifty kann dazwischen. Okay, klar, warte mal. Wo muss ich denn da einsteigen? Als Richtschütze in SPZ. Von welcher Seite? Nee, von hinten. Achso. Klippt. So, hier, Freya, komm. Das war übrigens der falsche Funkname von mir. Soll ich vorausfahren oder Clips? Clips eigentlich. Clips, ihr sollt vorausfahren! Muss dann funken, der hört im Panzer nichts. Clips? Anubis? Ja? Wo sind denn unsere Einheiten? Wenn du... soll ich vorausfahren? Nein, du sollst mir sagen, wo die Einheiten sind. Gut, wenn wir den Feldweg südlich von Mogilevka weiter nach Süden verlegen, dann links abbiegen, den Feldweg Richtung Pusta. Dort, wo die Waldkante beginnt. Ach, da sind die? Ja. Da sind die alle zerschossen worden, okay. Okay, gut. War dem SPZ hinterher. Ups. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, hallo. Seid ihr auch alle hier automatisch respawned? Ja, weil die Zeit abgelaufen ist. Meine war noch nicht abgelaufen. Ich hatte noch 120 Sekunden, glaube ich. Achso, meine war abgelaufen. Setzen wir bei dem Schützenpanzer auf. Jawohl. Hä? Ach, ein Anubis. Als Passagier oder Fahrer oder was? Passagier! Passagier, verstanden. Fährt voraus. So,
jetzt habe ich dir nichts gesagt und jetzt habe ich dir noch gesagt, dass die mal losfahren sollen. Mal schauen, ob die überhaupt ihre Funkgeräte eingestellt haben. Ich hätte hier vielleicht noch eine Akre-Kiste hinstellen müssen. Ey. Gut. Fahrt! Ihr müsst fahren! Endlich! Stopp. Loki hier, Balder, komm! Loki! Bekommen wir demnächst mal irgendwie eine Info? Wir sehen die ganze Zeit nur, dass irgendwas umkippt, sehen Schüsse, aber können nicht auch, also wissen nicht, was Phase ist. Von wo seht ihr Schüsse? Dann gib mir mal Info durch, weil ich habe hier keinerlei Ahnung, was hier abgeht. Wir sehen von unserer Position aus in östlicher Richtung Feuer und hören von dort aus auch Schüsse. Östliche Richtung. Von unserer Position aus, das ist 0090. Keine! Stopp! Wir sind in östlicher Richtung Schüsse und ja. Mein Junge, was habe ich dir vorhin gesagt über Verschleierung? Das ist jetzt wurscht. Warte, dann sind wir noch richtig, ne? Ja, wir sind richtig. Warten Sie, Ende. Wir sind richtig. Wir sind richtig. Folgendermaßen. Von unserem Spawn aus Richtung Nordwesten. Circa 1 Kilometer entfernt sind Einheiten von uns, die versprengt sind und fast am Sterben sind. Wir unterstützen die jetzt gleich. Anus, vergrößern wir ein bisschen Abstand. Ja. Okay. Trennung, Fenne ist hier, Loki, komm. Sicher, dass du das KI-Skript eingebaut hast, weil unsere Leute so schnell gefallen sind, dass es... Es läuft wie geplant. Na gut, das war nicht geplant, dass sie die nicht bekämpfen. Was? Warum haben wir noch ein SPZ? Take it fire! Beschuss? Ja, das ist der Schützenpanzer schießt. Okay, ich würde mal gerne wissen, wer im zweiten Schützenpanzer drin ist. An alle Einheiten auf Zugpunkt hier. Wer ist im zweiten Schützenpanzer drin? Jetzt kann ich dort. Okay, wir halten hier. Jemand von der Straße nach rechts runter. Nach links. Rechts. Okay, gut, das passt. Sag mal aus dem Verschiff mal ein Bild von der Lage. Ja. Alle an der Lage durchgeben, kommt noch schon. Wir beider Lage verändert. Was ist heute Lage? Ob wir auf Lage einweisen können. Warten Sie, Ende. Balder. Hier nach vorne. Das ist ein Teil hier vorne. Reagiert nicht auf. Dann. Der Weg ist jetzt, dass wir uns dann Mobile Left dazu ziehen und dort eine Verteidigung bauen. Ja, gut. Freya, hier Loki, komm.
Komm mit der Nubis. Ja, ich folge. Clips, hörst du mich? Ja, hörst du mich? Ja, jetzt schon, also auf der 343. Was ist denn da vorne los? Sind da eigene Teile noch da vorne? Das ist ein Negativ, wir haben ja gerade Feinde geschildert. Okay, ist das ungefähr die Stelle, wo ihr gespawnt seid? Ja, wir stehen jetzt genau auf der Stelle, wo wir spawnen. Okay, gut, dann ziehen wir uns jetzt aus dem Wald zurück und gehen Richtung Mogile. Ja, Richtung unserem Spawnpunkt. Also wieder zurück, ja, das ist richtig. Positiv, wir nehmen dort unsere versprengten Einzelteile wieder auf. Alles verstanden. Ende. Gute Disziplin, die recht über das, wie wenig es dazu vorgeht. Aber keiner dann denkt, mich anzufunken. Oder na, da ist der auch gesagt. Warte, bis die durch sind und dann. Ja. Allgemeine Lagebesprechung. Frage, sind Ihre Truppen wieder vollständig? Kommen. So verstanden, warten Sie auf die Sünge. Ja, ich sehe den Panzer auch gerade fliegen. Ich sehe die Mitte auch gerade fliegen. Dann kommen wir für Beschriftungen weitermachen. Hier kommen wir zur heutigen Zeit, meine Lage. Ende. Wo die nicht Loki kommen. Wir biegen hier links ab. Ich hab's jetzt einfach verpasst. Loki, hier zur Verständigung, jetzt besser. Okay, drehe uns einfach mal um und dann... Und wo waren jetzt, war jetzt die Ausrüstung? Die war da, wo Clips mit dem SPZ gehalten hat. Okay. Komplett. Habt ihr irgendwelche anderen? Da kommt Gruppe Freya hinter dir. Ja. Ansonsten ist noch der Dingens drüber von Gruppe Freya, der Fahrer, aber ich glaube, der scheint jetzt da wieder aufgesessen zu sein. Ansonsten ist noch Gruppe Fenris hier. Gruppe Odin, keine Ahnung. Gruppe Odin ist hier. Odin und okay, dann. Das Wote SPZ. Keine Ahnung, von wem der bemannt ist. Wo ist denn der jetzt überhaupt? Contact! Hier. Also, Gruppe Odin ist komplett ausradiert worden, gleich dran, ja. Nachdem wir auf der Map waren. Wir auch. Okay. Ja, Anubis hat halt verkackt. Haben jetzt alle Gruppen. Contact! Soldier!
Alle Gruppen können uns mal kurz absetzen. Haben jetzt alle Gruppen, alle Männer? Contact, Soldier! Gruppe hier, Odin mal kurz hier an die Mauer ran, einmal sammeln. Hier Tor komplett. Contact, Infantry! Weil ich weiß ganz genau, dass da draußen so drei Mann von uns sind. Mindestens hier, Winchester? Von uns sind da draußen noch mindestens zwei Mann. Ja, der Fahrer von Freya ist auf jeden Fall da. Ja, den Wookie vermisse ich, der saß auch nicht mit im Panzer. Irgendwer hat sich ein SPZ geschnappt und ist uns dann hinterhergefahren. Soll ich ihn mal anfangen? Das war ich, okay. Reflektor. Ah, Reflektor war von vornherein schon der Fahrer vom SPZ. Ja, genau. Reflektor, Schiffi und Clips waren in dem ersten SPZ, das weiß ich, aber da war noch einer. Okay, dann ist Freya komplett, wenn Clips hier ist. Ist Clips hier? Mhm. Okay, dann ist Freya komplett, Tor komplett und Odin komplett. Ich musste dich ja hören. Nee, Freya ist nicht komplett. Nee, Freya komplett, oder? Freya besteht doch nur aus Clips. Ja, jetzt hab ich dich auch gehört. Freya besteht nur aus Clips und Reflektor. Ja, aber ich habe gerade also Freya ist komplett. Balde, hier, Loki, komm. Ja, Balde war auch aufklären. Frage ist, seid ihr immer noch in der gleichen Position kommen? Loki, Heloina, kommen. Immer noch Spawn-Position. Odin, komm, ist glaube ich Loki. So verstanden, Auftrag, Aufklärung Richtung Nordwest von eurem Spawn-Zone, komm, verstanden? Auf die denken. Ja. Dann können wir schon vorstellen. Okay, hier, Tor, wir machen was Sinnvolles, wir sind rückwärtig im Raum, komm mal mit. Bitte wiederholen. Auftrag Richtung Südwest aufklären, verstanden, kann mir vorstellen, worum es genau geht. Westlichen Raum sichern. Gut, was habe ich noch das gesagt? Dann einfach generelle Richtung aufklären, bei irgendwas, wenn ihr irgendwas seht, meldet sofort. Check. Ja, check. Hast du, Balder, ach, verfickt nochmal. Moment, Bardo, okay, Grey Fox, hast du deinen Schuss noch im Dingens? Weil der sieht aus, als wäre der weg. Ist verloren. Ist verloren durch Respawn. Alles klar. Der ist hier. Des Weiteren haben wir auch keine medizinisches Material, weder Nachtaufsätze. Keine was? Clips, komm mal mit, ich führe dich hin. Keine Nachtaufsätze. Ja, wen denn jetzt? Ja, hier. Anubis, dein persönlicher. Komm mit. Ich glaube, der, ich weiß ja, wer läuft. Guck mal. Geradeaus siehst du den Fennec. Direkt davor steht eine Akre-Kiste. Danke. Folge dem die Straße entlang. Hier, der Straße folgen, genau. Ah, Clips, bist du's? Nein, den Weg weiter vor bis zum Fennec, direkt vor dem Fennec steht eine Akre-Kiste. Bei mir auch. Ja. Bei mir kommt aber kein Funk rein. Eden ist hinter mir. Das Problem okay, passt auch schon. Ja, mit mir halten wir heute die Stellung. Jawohl. Habt ihr dieses neue Medi-Material dabei? Jawohl. 1, 2, 3, Test, Test, danke. Test, gut, dann lass die Sanitäter mal und alle Gruppen können sich das Zeug schon mal nehmen. Verstanden. Angekommen. Okay, ja, neues Zeug ist da, Ansprechpartner Eden, wir dürfen ausrüsten. Nee, bei mir funktioniert die Folge. Das gilt jetzt in dem Moment für Bennett Arzt, ich kläre jetzt also Fakt ist, Wookie ist irgendwo und lebt, aber keine Ahnung. Müssen wir den oder? Vergangen, nächste Frage. Nein, hier. Da ist er. Aufsätze, Anubis? Ah, da. Ja. Wo waren die Aufsätze? Bei dem Tarnzelt, da wo Clips mit dem Schützenpanzer gehalten hat. Okay, das heißt, die sind mitten im Wald drin. Wenn ich jetzt trinke, ja, man sieht's vom Feldweg aus. Könnte das helfen? Dann spiele ich jetzt mit Kimon Kram, bis es morgens weiß geht. Ich nicht, dann müsst ihr auf Future fragen, warte mal. Ja, aber dann das wäre irgendwo am Arsch der Welt. Was will er denn? Ihr bleibt immer hier, ne? Was will er denn? Wir bleiben hier stehen. Wir bleiben hier, Männer. Guckt euch noch, ja. Guckt euch nach vorne und hinten links rum. Ja. Der Onkel, wo bist du denn? Doch, gibt schon Rucksäcke, ne? Was hat er denn? Ich bin hier. Ja, ich hör dich, Clips. Shitty. Auch hier bist du. Ja. Der Onkel Bums ist es, glaube ich, der hat das Phänomen, dass er, wenn wir über. Winchester hat das Problem, wenn wir über Akre funken, kann er es hören. Also kann man nicht selber funken. Aber wenn er funkt, gar nicht wahr, andersrum. Wenn er funkt, kommt es bei uns allen an. Ja. Aber wenn ich funke, hören es alle außer er. Dann teile an einen, der ihm das weitergibt. Weil wenn er jetzt aussteigt, dann spawnt er irgendwo. Okay. Okay, Ben. Alle Einheiten. Hast du aufgenommen? Auch. Waren Sie? Jesus. Welt bleibt bereit schon zu lange. Setz mal rückwärts. Es wird eine Repräsentation geben, das Ganze muss schnell passieren und das Ziel muss in 2,5 Stunden genommen werden. Unser Ziel ist Elektro. Okay, Codename. Codename Volk. Gruppenführer zu mir. Ja, hier. Ja, ich bin kein. Okay, folgendes, wir behalten Sicherung bei, wenn Ben wieder da ist, direkt einweisen, dass der mit sichert. Ich krieg jetzt den ganzen Auftrag.
So. Okay. Bin bereit. Unser Auftrag ist im Groben und Ganzen, wir müssen Elektro bis 8 Uhr in der Früh erobern. Das ist in 2,5 Stunden. Alles klar. Nach dem Erobern von Elektro müssen wir eine Verteidigungslinie Richtung Nordosten errichten, weil von dort aus Verstärkung kommt. Wenn wir Elektro bis 8 Uhr nicht eingenommen haben, werden die Feindkräfte Verstärkung übers Meer bringen. Oh Gott, ja, verstanden. Das heißt, hey Jungs, wir sitzen erstmal am Konvoi auf. Ja. Dazu wird Chris in seinem SPZ führen. Ja. Dann folgt Aufsätze hier. Beziehungsweise nein, wir machen es so. Anubis, wir beide MG. Nehmen uns den Fennec trotzdem noch. Wir führen. MG. Verstanden. SPZ folgt hinterher. Gefolgt von dem Elscher. Einem LKW. Nachtsichtaufsatz links von dir. Gefolgt von Edens Medic. Bitte? Wer fährt Nachtsichtaufsatz links von dir. Wer fährt Medic Hunter? Wer fährt LKW, sorry? Hallo, LKW du? Fährt einer von den beiden Infanteriegruppen. Wer ist der Panzervorschütze? Das heißt, wir machen so Shift, die seine Gruppe sitzt auf dem LKW. Fox. Einer von Shifties Gruppe fährt. Du hast keine Munition. Du sitzt im SPZ auf mit deiner Gruppe. Alles klar, verstanden. Panzerfaust, die ist leer. Wir sollen das zweite Fahrzeug hinter dem Führungsfahrzeug machen. Lips. Rote Fahrzeug hinter dem Führungsfahrzeug. LKW ist drittes. Lips, ich habe auch keine. Dann nimm dir welche, aber ich weiß nicht wo. Okay, und der Hunter ist hinten mit Eden, ja? Gleich, weil ich gerade gestorben bin. Bei dem Hunter ist eine Wasbox. Ah, sehr gut. Dann jetzt Grey Fox direkt zum Hunter und einen neuen Schuss nachführen. Also ja, wegschmeißen und vor raus. Hinter dem LKW, hinter dem LKW. Ich weiß okay. nicht, wollt ihr... Grüner könnte das auch. Ja? Ja, Süden, hinter dem großen LKW. SPZ reinmachen oder was? Also, wäre auch eine gute Idee. Weil dann ladet da bei sich was, zwei Rohre rein und noch ein bisschen... hier. G36. Gruppe, die jetzt nicht sichert, führt das mal aus. Okay. Dann, Mach weiter. Ich teile jetzt Codenamen für die Angriffszonen zu. Wenn ihr auf der Map schaut, ganz im Osten, die Stadt Tulga. Ja, erkannt. Was ist Tulga? Moment, ganz im Osten. Ja, Tulga, jawohl. Tulga ist einfach. Ich suche noch. Wasbox. Ach da, Tulga. Ja. Schließe und geh auf die Wasbox. Ist Alpha. Ja. Okay. Ja, Tulga. Okay, nochmal, Name? Tulga ist Alpha. Besprechung. Verstanden? Was ist Alpha? Tulga. Tulga ist Alpha. Tulga ist Alpha, ja, okay, hab ich. Tulga, wo ist es? Ganz im Osten. Unter dem schwarzen Strich. Wo der dicke schwarze Strich ist. Ja. Da wo die Vierecke sind. Bitte nicht auf der Map markieren, okay? Ja, richtig. Okay, weiter. Jawohl. Bitte keine Koordinaten durchsagen per Funk. Alles klar, verstanden. Ich hab also nur... Das ist auch, sagt er, die Koordinaten, hab ich gesagt. Oder ja, irgendwer, klar, ist mir jetzt wurscht. Weiter. Okay. Kamishovo, bravo. Ja, ist direkt unten drunter. Bravo, Kamishovo. Bravo. Alles klar, verstanden. Elektro ist Charlie. Elektro ist Charlie. Alles klar, verstanden. Jawohl. Booster ist Delta. Warte mal, Elektro... Da musst du dann auf Magazine gehen, denke ich mal. Da wirst du dann Delta, verstanden. Puster ist Delta, ja. Unsere Stadt Mogilevka ist Echo. Ach, da ist es ja schon. Was ist Echo, sorry? Mogilevka, unsere Stadt. Okay, alles klar. Was ist die Gamma, oder was? Das muss dich eigentlich gar nicht interessieren. Du kriegst das von deinem Führer alles mitgeteilt. Ja. Okay, sorry. Keine Panik. Okay, also, verstanden. Das muss jetzt ganz schnell gehen, das heißt, wir stoßen durch Delta durch. Wir nehmen dafür die Hauptstraße, nicht den Feldweg, in dem wir jetzt gerade waren. Beziehungsweise wir fahren den Feldweg entlang mit unserer Kolonne, rüsten uns dort ganz schnell mit den Nachtsichtgeräten um, beziehungsweise, ja, das machen wir hier. Jeder holt sich aus der Wasbox einen Nachtsichtaufsatz für seine G36, falls er das braucht. Falls nicht, ist gut. Alles klar. Dann fahren wir sofort los, folgen der Hauptstraße Richtung, okay, jetzt können wir es sagen, Südosten und Osten. Waren da komplett durch. Ja, bis. Bis wir den Punkt auf Koordinate 102121 erreicht haben. Das ist eine Y-Gabelung. Bei dem See da, ne? Oder bei dem Teich? 02121. 102121. Gut. 2 Werk, wenn du die Strommasten nach oben, also nach Norden folgst, und dann ist da so eine Y. Sieht man die Rakete rausgucken? Rosafarbene Straße. Guck mal, ne? Deine Schulter.
Ist das rosa? Ja. Ja, das ist bei mir, ist das 102113. Nee, du musst das Rohr wegschmeißen. 102113? Das ist ja. Auch die Bushaltestelle. Ja, unter dieser Bushaltestelle die Straße folgen. Die gleiche Straße, die an der Bushaltestelle wieder reinfügt. Also der dicken Hauptstraße folgen, ne? Geht noch weiter ja. Südlich davon. Ach, da. 500. Nee, weil du von der... halt, Sekunde, ich hab's immer noch nicht. Sorry. Ja. Schiff, die 1 Kilometer nördlich Elektro. Ja, ja, genau. Also 102121. Ja, ah, jetzt gut, weil ich habe die weiter Norden gedacht. Lassen den LKW und den Fennec lassen wir im Feld stehen, möglichst getarnt, wenn das geht. Alles klar. Two, rally up. Dann erstmal zu dem Berg direkt rechts östlich davon, dass wir dort aus der Einsicht auf Elektro kriegen und dort einen Angriffsplan weitermachen können. Der SPZ hält sich im Verfügungsraum dann nordwestlich von Elektro auf. Ihr könnt euch mittels Feuer und Bewegung frei eure eigene Stellung entscheiden, je nach Bedürfnis. Mhm. Das ist halt alles Wald, ne? Ja. Ja, und das macht mir gerade zu... Event. Okay, wir lassen den SPZ entlang der Straße. Mag vielleicht jemand auf den... Der Grey Fox schon fertig? Wobei, wir machen doch darf ich positiv. Kurz eine Frage? Ja. Wir reden jetzt vom Angreifen von Booster, ja? Nein, Elektro. Nein, Elektro. Charlie. Nein, wir stoßen durch Booster durch. Ja, das ist also, okay. Das ist also außenrum. Wir haben dafür nicht die Zeit. Ja, nee. Okay, verstehe. Die dicke Straße da oben rum. Okay. Okay, Frage. Also merken, hier, was macht der Fenris? Trotzdem nochmal. Two! Oh, Fenris. Fenris. Zurück. Du musst halt die Stelle. Guck mal auf deine Weste. Hier, Dingsraum. Auf deine Weste. Du weißt schon. Ja, muss man kurz überlegen, war noch kurz. Warum gleich zack an, bitte. Weiß es nämlich selber. Ihr geht mit dem SPZ mit. Also ihr fährt dann dem SPZ hinterher. Wenn er irgendwo vorhin Bewegung macht. Ja, ihr sagt dann direkt Clips untergeordnet. Okay. Clips dann hat also die Befehlsgewalt über eure. Über euren Karren. Kurz mal. Ihr wollt ja Elektro dann angreifen, ne? Ja. Also ich weiß aus Erfahrungen, Evolution. Weil ich viel auf der Map unterwegs war, ja. Bei 100 in diesem Wald, nördlich von Elektro. Und es Höhe 175. Genau, ja. Höhe 175, daher kann man eine gute Overwatch machen. Two, fall back! 5 Finger breit daneben ist ein kleines Tal, da kann man gut durchgehen und dann auf Elektro einwirken. Also kann man eindringen, weil da überall Bäume sind. ...70 Overwatch bieten. Wiederholen. Und die Infanterie durch dieses Tal dann vorstoßen. Was ist das Tal links oder rechts davon? Straße eingezeichnet ist, die durch den Einschnitt durchführt, alles klar, ja, ich glaube, die kenne ich. Weil links ist... Ja, richtig. Kein lang schicken, ich würde die andere Gruppe dann linksseitig in diesen Wald entlang gehen, bis da unten, wo diese Straße anfängt. Also quasi zwischen dem Bahnhof und dem Powerplant, da. Genau. Ja, alles klar. Ja. Kannst du der Luina aushelfen, weil ihr baut die Wasbox rum? Kannst du ihr deine Panzerfaust geben? Aber sicher. Ich muss die ist mir da noch, an der Wasbox dran. Ich bin hier. Warum hat das noch geklappt? Ich muss mir noch ein 1-4-8er holen. Hier, schnapp dir mal die Nachtsicht auf der Straße. Folge der Straße. Was? Zagan, machen wir ein paar Fake-Kreuze auf der Karte, damit die denken, wir würden von da angreifen. Also Zagan, Straße runter, Wasbox, richtig? Nee, Fake-Kreuze. Richtig. Okay. Hier? Nein, Future. Ja, hier. Aber dann ist doch auch geladen. Hinter dir. Future! Hier, ich höre dich. Wasbox ist im Hunter hinter dem LKW in diese Richtung. Süd-Süd, ja, Ost, erkannt. Schiff die mir nach. Funkgeräte sind entlang dieses Feldweges vor dem Fennec. Also wenn ihr die Straße in die Stadt reinfolgt. Anubi schreit schon wieder. Ja, müssen wir zwischen machen, damit wir über den ganzen Gefassel gehört werden. So, dann machen wir das so. Absitzpunkt bleibt... um 200 Meter nördlich. So, da krieg ich auch Funkgerät, oder?
Wo hast du den Spähtrupp hingeschickt? Also über den... Warum wird's? Der hat mich gerade angefunkt. Ich würde da bleiben, also ich würde die dann quasi da absitzen. Rechts fahre ich durch und links können die durch den Wald und dann diesen Wald folgen und dann dieser Straße, die anfängt an der Farm runtergeht. So hätte ich das gemacht. Ja, ich habe den Absetzpunkt jetzt bloß aber auf der linken Hauptstraße gesetzt, nicht auf der rechten. Nee, pass auf, ich meine, du hast gerade die Bushalte, ne? Ja, genau. So, und ich fahre dann rechtzeitig den Hügel hoch auf 175, Höhe 175, ja. So. Und die andere Gruppe geht da durchs Tal und geht dann außenrum am Ufer, sage ich jetzt mal, an der Straße entlang in Elektro rein. Genau. So, die andere Gruppe geht ja linksseitig, so hätte ich das jetzt gemacht, geht linksseitig durch diesen Wald. Und dann hast du ja diese Waldzunge quasi, geht drüber an den Strommasten vorbei, quasi in das nächste Waldstück rein. Und ja, die Straße an, also dieser Feldweg. Mit zwei Gebäuden. So, genau. Und da würde ich lang gehen. Ja. Quasi quer ein auf Elektro. So einfach rüber. So hätte ich das gemacht. Hört sich gut an, dann machen wir das so. Weil dann hast du mich von quasi drei Seiten, wo du dann... Genau, von der Wasserseite, von links und von oben das SBZ, das hört sich gut an. Ja, okay, dann machen wir das so. Dann Shifty, Future, seid ihr noch hier? Nein. Wir sind zur Afterbox gegangen. Stimmt. Okay, ja. Kann es sein, dass hier noch welche fehlen? Ja, die haben das Spähtub ist immer noch da draußen. Ja, weil der August, der schrieb mir gerade, Alter, Loki, komm. Die werden beschossen von einem SPZ. Alter, hört? Ja, genau. Ein SPZ fehlt irgendwie. Wir befinden uns momentan wer ist das nördlich unserem Spawnpunkt. Vielleicht merkt genau, haben alle hier Richtung Norden eine Explosion wahrgenommen. Ich bin hier. Große Rauchsäule. Gibt es dazu mehr Informationen von euch? Kommen? Ja. Hallo? Einmal. Negativ. Es könnte sein, dass es einer unserer SPZs war, zu dem wir keinen Kontakt haben und der auch nicht zu uns Kontakt aufbauen wollte. Frage, könnt ihr das bestätigen, ob das ein SPZ war oder was da jetzt los ist? Kommen. Wir befinden uns auf dem Weg in eine bessere Position, haben keine genaue Einsicht darauf. Ich melde mich in 10 Mike. Ende. Okay, alles klar. So. Das könnte der SPZ sein, ich hoffe es. Pagan, fertig. Okay, also folgender Plan. Wir sammeln uns dann jetzt im Konvoi auf der Hauptstraße, fahren dann Richtung Ost. Jetzt weiter. Absetzpunkt ist jetzt diesmal aber die Bushaltestelle. Okay, erkannt. Genau. Du, deine Gruppe und Clips, ihr geht's rechts rum. Clips wird seinen SPZ auf dem Berg positionieren, 175. Hier geht's dann rechts um entlang dem Feldweg. Und dann bis 175. Nochmal? Vorher schon aus. Bei Bushaltestelle, ja? Ja. So, okay. Ja, und ich weiß nicht, eigentlich können wir die bis 175 mitnehmen und die steigen dann da aus und gehen den Berg einfach runter. Direkt Charlie? Elektro ja. Quasi von Osten nehmen. Alles klar, verstanden. Würde ich bereit. Sagen. Ich übernehme die Führung, das geht nicht. Ich halte meinen Mund jetzt. Future? Ja. Frage, sollen wir uns auch so ein bisschen mit ein paar Bandagen ausrüsten, dass wir uns eventuell auch noch selbst verarzten können? Ja, wäre sinnvoll. Zagan, ich breche hier kurz die Sicherung ab, rüste mich kurz aus und dann steigen wir direkt in den SPZ ein. Ist das okay? Ja, dann macht das. Dann könnt ihr, ja, Clips, dann sucht du einfach einen geeigneten Punkt, wo die aussteigen können. Okay, jetzt hier ausrüsten mit Medic-Scheiße. Shifty's Gruppe, wenn ihr ausgerüstet seid, im LKW aufsetzen. Okay, pass auf. Dann fahren so, wir jetzt weiter. Ach ja, Shifty's Gruppe. Ihr flankiert links um. Ist Wookie mittlerweile aufgetaucht? Ja, hier. Ja, wunderbar. Wer redet denn? Die Deutschlandflagge, ne? Mhm. So, und darunter ist eine Kirsche. So. Was? 115 so, schaust, da ist eine Bushaltestelle, ist ein Symbol. Wer redet jetzt gerade mit wem? Ja, genau, vor dir, recht genau da. Genau. Ah, gut, okay, also. Dann lass uns mal 3 Meter weggehen, sonst höre ich hier gar nichts. Okay. Wo bist du denn? Ah, hier. Hinter dir. Ja, okay. Koordinaten 103115. 103115, Moment, ich prüfe. Das ist eine Bushaltestelle. Ja, Moment.
2, regroup! Wir fahren durchs Dorf. Ah, so. 103. Die Hauptstraße entlang. Das müssen wir dann mitnehmen. Also die Rotfahrer. 103, ja, hab ich. Okay. Okay, dort werdet ihr absitzen, LKW stehen lassen. Und euch dann Richtung. Also links um durch den Wald durchschlagen, Richtung Süden. Mhm. Richtung. Bis wir bei 175 sind, ne? Nein, da geht der SBZ drauf. Da geht der SBZ drauf. Schiff, ihr geht westlich dann entlang in den Wald rein. Ihr schleicht euch Richtung Süden vor. Okay. Also, das heißt auf der linken Seite dieser Hauptstraße, die nach Elektro reinführt. Alles klar. Dadurch den Wald vor? Also von in Marschrichtung gesehen links. Also quasi östlich davon. Nee, da wo 115 hingeht, in die Richtung. Also da wo diese Kabel rausgehen aus dem Dings, ist geradeaus durch, da so hin. 2, form on me! Wenn ich bei der Bushaltestelle bin und marschiere Richtung Süden, dann ist links von mir Osten, richtig? Genau, da fahren rechts in den Wald rein, so mittig. Nee, Westen bleibt jetzt. Und dann fahren wir auf dieses Dreieck. Ja, schon, aber weil er eben gesagt hat, links. Du schaust, ja. Dann ist bei der Bushaltestelle. Genau. Also auf der Karte links. Vorher. Ja gut, da wo die Straße ist. Aber genau, da geht diese kleine Seitenstraße rein Richtung Wald. Okay. Genau, ihr verlegt in diesen Wald, geht Richtung Süden und bleibt die ganze Zeit im Wald. Ja. Bis dann in diese zwei Strommasten kreuzt. Das heißt, wir bleiben da stehen und bekämpfen alles, was. Ja. Da gibt es so auf der Map sind es zwei Gebäude und da fängt eine Drecksstraße an. Zwei Gebäude. Gemeinsam. Wir bleiben immer am Panzer. 2, fall back! 099127. Das sind zwei, das sind zwei. Moment, wenn du ganz nah dran zoomst. 099127? Ah, oh, ist das ein Lärm hier? Ja, das ist der Wookie, der versucht Kontakt zu uns auf. Da irgendwo Minen liegen oder sowas. Deswegen ist man da genau. 099127. Moment. 1, 2. Clips, hier sind wir, fertig. Ganz, das da ganz unten, das ist ja schon auf Höhe der Powerplant, alles klar. Richtig. Ich war bei einer ganz anderen Nase, egal. Wenn 800 Schuss reicht. Dadurch bis zu dem Punkt. Und euer Ziel ist es dann jetzt in Elektro dann reinzukommen, in die Stadtmitte. Okay. Ja. Also wir sollen jetzt erstmal zur 099127 vorrücken und dann, wenn wir angekommen sind, durchfunken, dass wir den Punkt erreicht haben, oder? Ja, haben Wegpunkt erreicht, sagen wir das. Alles klar, ich schreib's mir auf. Okay, wenn du bereit bist, lass deine Gruppe offen, dann können wir endlich loslegen. Wir haben jetzt schon so schon die Zeit verschwendet. Okay, Zeiger. Wie werden wir angefordert? Also, wir haben die immer noch nicht wieder gefunden. Wir sind vollkommen verständlich wieder. Kann ich kurz reden? Luina? Ja. Der ist auf deinem Personen. Dann fahre ich dem Clips hinterher. War welcher von er mich da hinten oder schützt du mich da hinten? Da bist du. Ja, okay. Das Problem ist, ich kann nicht gut in den Kampf ziehen. Richtig. So, sollen wir noch sollen wir bei der Hauptstelle warten oder sollen wir noch mehr? Loki, hier freier kommen. Ja, kein Problem. Das sind wir. Das ist bis heute mal drauf. Okay. Da bist du gerade bei Loki. Ja, wir sind einsatzbereit, warten auf die Befehle kommen. Verstanden. Und alle Einheiten bei Einsatzbereitschaft melden und dann können wir endlich hier raus. Trennung, beide hier, Loki, kommen. Beide gehört. Frage, habt ihr schon aufklären können, was die Explosion war? Negativ, noch keine Aufklärung. So verstanden, Auftragserweiterung. Ihr sollt 2 Kilometer Richtung Nordwesten euch stationieren, dass ihr Richtung Nordwesten dann Einsicht kriegt auf Warten. Auf die übernächste Stadt, die Richtung Nordwesten liegt.
Haben wir noch verstanden? Ja. Ja, die Moment, die hat zum Mann geführt. Bald der Loki kommen. Jetzt antworten die nicht. Können wir ihnen irgendwas schreiben oder sowas? Hat er jemand von euch vielleicht bei Steam? Ich weiß, tut mir schon leid. Ich weiß ja, an alle Einheiten Auftragsarbeit bringen, müssen die C-Mission durchführen, bei Spawn von der Infanteriegruppe, weil sie nicht wissen, wo das ist, das andere wird durchkommen, verstanden? So verstanden, so wie wir. Aber jetzt war es schon sehr klarer geworden. Ja, ich weiß nicht, was ich in Dienst da habe. Also weiter Richtung Südosten. Also Nordwest. Wenn du durch bist. Soll ich durch, oder? Ja, guck mal an, er soll durch den Osten. Okay. Wookie, Süd, Ost. Ah! Was? Okay. Aufsitzen, eure Fahrzeuge, wir legen jetzt los. Okay, aufsitzen, Boarding. Hier, Luki, komm. Hier, Loki, kommen. Alle Einheiten Caesar ist No-Go. Wiederhole Caesar nicht durchführen. Wir machen weiter mit dem Plan. Fernung Balder hier, Loki kommen. Fucking Bierschnitzel, ey. Finde ich keinen genauen Ort, wo die waren. Ist egal. Ich kann da nicht so Rücksicht drauf nehmen. Alle Teile zum Konvoi zusammenfinden und dann Marsch nach Plan. Soll ich fahren? Ja, fahr du mal. Moment? Ja. Marschreihenfolge folgendermaßen. Zuerst Loki, dann Freya, dann Odin, dann Tenris. Komm mal, verstanden.
Ah, ja, okay, verstanden. Hier Odin, so verstanden. Decken über uns. Okay, und Vorwärtsmarsch. Geschwindigkeit? Richtgeschwindigkeit Q, Überholgeschwindigkeit B. Verstanden. Richtgeschwindigkeit Q, Überholgeschwindigkeit B. Schau mal, ob die hinterherkommen. Ja. Konvoi halt. Odin, wo seid ihr? Hier Odin, wir haben das Startsignal nicht gehört. So verstanden, dort warten und Teile der Aufklärungstruppe aufnehmen. Loki für Odin kommen. Loki, ja. Ja, hier Odin, meine Funktaste spinnt, die funktioniert so ungefähr jedes fünfte Mal. Also wir sollen jetzt warten und noch jemanden aufnehmen, ist das so richtig verstanden? Positiv, ihr müsst das auch, ihr müsst dann bald ja aufnehmen, sobald die wieder respawned sind. Ja, so verstanden. Ich setze mich mit als Beifahrer zu meinem Fahrer, dass ich, weil er hat ja keinen 148er, damit ich ihm die Befehle besser übermitteln kann, ne? Gut, dann mach das. Ach, das wird eine Weile. Okay, Lageänderung. Balder soll die mit einem eigenen Fahrzeug hinterherkommen. Odin kommt einfach jetzt mit eurem LKW. Mal verstanden. Der Funk kann, falls nicht, dann. War jetzt langsam? Verstanden. Kommen wir langsam, Marsch. Jetzt muss ich einen zweiten Gang einlegen, damit er anfährt, komisch. Loki, hier Odin. Wir haben, Shifty hat Probleme mit dem Funk. Wir haben kein Führungsfahrzeug vor uns und wissen gerade daher nicht, wie wir weiterfahren sollen. Kommen? Einfach der Straße nach. Überholgeschwindigkeit ist W, Richtgeschwindigkeit Q. Soll ich halten oder weiter? Weiter. War schon über eine Stunde. Also ich feiere die ganze Zeit hier, ne, aber ich find's geil. Bald die Loki kommen.
Odin, hier Loki, kommen. Odin hört. Fahrgestell ist schon abgeschlossen. Negativ. Onkel Bums meldet mir, sobald du das Führungsfahrzeug vor dir siehst und wir aufgeschlossen sind, ja? Der Fahrer meldet mir, sobald er das Führungsfahrzeug sieht, ich gebe es hier dann durch. Verstanden. Ende. Hier sind übrigens auch noch Kisten zum Ausrüsten, ne? Linke Seite. Mir wurscht, wird hart. Aber danke. Ganz da vorne waren die auch. Sehen Fahrzeug vor uns. Okay, so verstanden. Beide hier, Loki, kommen. Soll ich hier halten oder weiter? Das hier schon der Absitzpunkt? Hier ist Bushalte. Dann halt hier. Hey, Quatsch, nein, das sind nicht die richtige. Weiter. Okay. Ich schalte mal mein GPS an. Ja. Ab jetzt richtig Geschwindigkeit W. Auch jetzt irgendwo vor uns. Fahrzeug halt, vor uns Schütze, 12 Uhr. Vorne Schütze, 12 Uhr neben Ilfurt. Fahrzeug zurücksetzen. Ja, ja, nach vorne, Kumpel. Darf ich schießen? Feuer frei. So, das ist nicht hinten reinfährst. Ah, tot. Gut, ihr führt, wir folgen. Und Konvoi im Marsch. Abstand? Halt mal 50. Gut. Soll den ja nicht im Arsch kriegen. Okay, das ist gut. Ja, hallo, zoom doch aus. Jetzt ist der scheiß Turm verbuggt. Jetzt klemmt er bei mir bei 25-facher Vergrößerung. Vor uns kommt eine T-Kreuzung. Ja, wir fahren weiter. Mit der T-Kreuzung mit 300 Metern ist dann schon der Absatzpunkt.
Wir hängen uns dann an Futures-Gruppe an. Ja, ich folge dir einfach. Sollen wir bei der Bushaltestelle anhalten? Nein, brauchen wir nicht. Manso Loki folgt Freya erstmal und Odin sitzt ab, beziehungsweise Odin macht dann seinen Teil des Plans. Kommt, verstanden? Ah, Loki, verstanden. Loki für Odin kommen. Loki hören. Hier Odin, wir haben uns jetzt abhalten, sitzen ab und führen Plan durch, wie vorhin besprochen. Ende. Fahrzeug halten, zurücksetzen. Mal kurz ab. So, bin wieder drin. Loki, ja, Freier, komm. Loki. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verschätzt. Das ist zu steil mit dem Panzer. Ich schlage vor, dass ich mit dem Panzer hier weiter geradeaus fahre. Komm. So, verstanden. Dann ausführen. Wir folgen. Beschuss? Irgendwo Explosion hinten? Odin, hier, Loki, komm. Ich steige ab. Hier Odin, gerade das letzte Fahrzeug wurde gerade mit Panzerfaust bekämpft. So, verstanden, Trennung. Freya, hier Loki, komm. Ja, kommen Sie. Feind auf 6 Uhr, weiter fortfahren. Trennung, Odin, hier Loki, komm. Hier Odin, kommen. Frage, seid ihr schon im Wald? Seid ihr schon weiter oder seid ihr immer noch an dem Punkt? Wir wollten uns gerade auf die Socken machen, ich musste nur umdisponieren, weil wir ein Mann weniger sind. Haltet die Augen offen. Luina hat gerade richtigerweise eingeworfen, wir haben durch den Wegfall von Lord Winchester keinen Sunny. Habt ihr da keinen angeteilt? Doch, das war Lord Winchester, aber der ist vom Server runter. Passt an. Feind im Nahbereich von Odin. Wiederhole, Feind im Nahbereich von Odin. Ich komme auf deine Seite. Und dieser Scheiß. Ach, du bist drinne. Soll ich wieder aufsitzen? Nein, warum bist du da kurz außen? Jetzt geht's mit mir los mit den FPS. Oh nein. Beschuss hinten? Nein, wir fahren weiter. Verstanden, ich sitze auf. Odin, Loki, komm. Soll ich losfahren? Odin hört, sind unter Beschuss, könnte ich orten von wo? Trennung, Freya, hier Loki, komm. Wohin? Na ja, kommen Sie. Feind auf 6 Uhr westlich von unserem Ab. Von unserem Trennpunkt. Einmal umdrehen, Feind vernichten. Komm, mal verstanden? Ja, das ist verstanden. Manus, wir gehen hier von der Straße runter. Links, rechts? Rechts, rechts, rechts. Oder, ja, links zu Stall. Also rechts. Ja, rechts. Soll ich bei den Bäumen unterziehen hier? Auf 12? Ich sehe keine Ahnung, was das jetzt ist, weil bei mir alles verkackt gerade. Ja, ziehen den Bäumen unter. Dann würde ich hier stehen bleiben. Ja gut, dann bleib hier stehen, wir steigen ab. Da sind Kontakte bei euch.
ich muss jetzt kurz die Orientierung wieder kriegen. Wo zur Hölle? Da Feinde, was denn? Loki hier, Freier, komm. Loki hört. Der Kompass ist umgedreht. Loki hört. Wir haben hier massiven Feindbeschuss, guck mal. Können wir ausmachen von wo? Ja, ich glaube, es vernichtet. Okay, so verstanden. Trennung, Odin, hier, Loki, komm. Odin hört. Frage, Statusbericht, komm. Status rot, mindestens zwei Leute gefallen. Onkel Bums und Luina. Und Onkel... Warum respawnen die denn? Ich wiederhole, zwei Leute gefallen, wir haben durch den Wegfall von Lord Winchester keinen Sunny in der Gruppe. Ja, die sind jetzt gerade respawned aus irgendeinem Grund. Ey, ihr backt jetzt alles rum. So, jetzt. Ach komm, die wissen ja, was das Ziel ist. Zagani, ich verstehe dich schlecht. Was? Zagani, ich verstehe dich schlecht. Beschuss irgendwo im Vorfeld. Und auf 6 Uhr. Im Norden. Kümmern wir uns erstmal um Süden. Auf Kompass. Verstanden? Das bedeutet? Das ist uns eigentlich 6 Uhr, auf das wir jetzt gerade zugehen. Okay. Meine Fresse, wenn ich Zugführer sein will, dann will ich nicht Logistikmeister. Balde, hier Loki, komm! Alter, hier Loki, kommen. Odin, hier Loki, kommen. Alle verfügbaren Teile sammeln sich nun beim Trennungspunkt. Kommen. So verstanden, hier Tor, bräuchten circa ja, 20 bis 30 Minuten wegen Feindlage, sind jetzt bei besprochenem Punkt von westlich von ne? OV. So verstanden, dann Feuersposition halten. Verstanden, ich halte. Odin, hier Loki, kommen.
Zagan, bist du noch da? Ja. Okay. Jetzt krieg ich gerade Infos von Bardo rein über TS. Mhm. Feier kommen. Hier Loki. Ja, ich habe hier ein paar Kontakte in der Stadt. Habe ich die Erlaubnis, um die zu bekämpfen kommen? Positiv. Feuer frei. Trennung. Tor hier Loki kommen. Hier Tor, verstellt sie laut und deutlich. Nach eigenem Messen Angriffsziel ausführen. Kommen. Ja, so verstanden. Sind aber bei Verwundetenversorgung, führen danach Angriff durch. Verstanden. Das ist so kacke, dass das jetzt in dem Kompass echt. Oder. Ah, doch, das stimmt. So verwirrt. So gestresst und verwirrt. Okay. Kann ich dich mit. Odin, hier Loki kommen. Jetzt ergibt einiges mehr Sinn. Wir gehen mal in den westlichen Wald und folgen dann. Mit Auto, ohne Auto? Wir gehen ohne. Wir lassen den hier. Ja, ich folge dir einfach. Odin, hier Loki kommen. Gut, wir checken nach, was jetzt mit Odin passiert ist. Okay. Walter, hier Tor, hier Loki kommen. Wir werden irgendwann eigene Teile dann fertig von uns haben. Hier Freier kommen. Hier Tor kommen. Ja, sind Sie das, die Verwundeten am Fliegen sind? Kommen. Ja, so richtig. Kommen. Ja, wir geben Ihnen Deckung von hier unten. In Richtung? In Richtung Stadt und Straße entlang. Ja, ist so verstanden. Wir führen jetzt Plan nach Mascabo PZ durch. Ja, Trennung. Das erklärt's. Armen Schweine. Dann wollen wir hier nicht durch. Wie sieht dein Plan aus? Mein Plan sieht einfach aus, dass wir den SPZ auf Overwatch halten, Future von Nordosten in die Stadt ein. Shifties Gruppe hätte ja eigentlich durch den Wald, durch wir jetzt durchgehen sollen, Richtung Süden, aber die sind gestorben, ohne Erlaubnis. Und ja, jetzt müsste ich eigentlich schauen, dass die restlichen Teileinheiten, die Response sind, mal in richtige Teilgruppen zusammenflicken kann und dass ich dann mit denen durch den Wald hier durch angreifen werde. Das wird wahrscheinlich länger dauern als bis 8. Garantiert.
Egal was wir jetzt machen, wird es länger dauern als bis 8. Future ist schon fast in der Stadt drin. Okay. Dann lassen wir einfach die komplette Gruppe durch dieses Loch durch. Balder, Odin, hier Loki, kommen. Balder hört. Den Trennpunkt, den ich euch genannt habe, wisst ihr, wo das ist, Con? Wir sind jetzt an der Bushaltestelle. Gut, ihr verlegt den Wald rein Richtung Nordwest, folgt dann dem ersten Weg, das euch begegnet, folgt ihm einfach, bis auf weiteres. Kommen wir verstanden? Wir bewegen uns von der Bushaltestelle Richtung Nordwesten, Nordwesten und dann in Waldrichtung, bis wir was sehen. Aber bis ihr auf der Straße kommt, in die folgt die dann Richtung Norden. Verstanden, ja. Fahrzeug oder zu Fuß? Was ist besser? Ihr könntet mit einem Fahrzeug bis circa 1 Kilometer Radius oder 800 Kilometer Radius an ein Angriffsziel ranfahren, ab dann zu Fuß. Kommen wir verstanden? Verstanden, jawohl. Trennung, Odin, hier Loki kommen. Ja, wir gehen jetzt auch zu dem Wald hin. Und ich habe wieder FPS hoch. Nee, warum das denn? Also ich habe Einbrüche von durchschnittlich 23, 24 bis runter auf 18. Ja, bei mir sind's. Okay, jetzt geht's einigermaßen wieder. Das ist wegen dem Nebel. Loki hier freier kommen. Loki hört. Oh, ich bin jetzt hier quasi fast einmal um die Stadt rumgefahren, um mal zu gucken, was hier los ist. Also ich sehe hier ganz wenig Feind. Ja, kommen. Frage, seid ihr schon wirklich komplett rumgefahren? Nein, da haben wir's. Ja, ich stand hier gerade in der Mitte und ich sehe nicht wirklich viel, ja. Okay, warten Sie. Ende. Ah, da du läuft der August, die Sau. Wie wird die Stadt als eingenommen? Was? Hast du da extra was eingebaut? Nur das KI-Skript von Ben. Fahrzeuggeräusche aus Norden? Das aus Nordost? Das sind eigene Teile. Balde, Loki, kommen. Balde, hört. Den Radius, den ich euch vorhin genannt habe, zum Absitzen, verringert den auf ca. 500 bis 400 Meter. Kaum noch verstanden? Verstanden, jawohl, wir fahren näher ran. Ende. Okay. Da gibt's doch noch ein bisschen was. Okay. Ja, wir gehen jetzt mal auf den Hügel dort zu unserem Osten und schauen von dort aus, ob wir Overwatch sehen, irgendwas sehen können. Ja. Odin, hier Loki, kommen. Der Poolshot ist ja da voller Blut. Ja, bei mir auch. Schwarz, Rot, Gold? Ernsthaft? Ja. Oh Mann. Tor hier, Loki, komm. Tor ist am Arsch. Dann warum melden Sie nicht? Ich, sowas muss ich wissen. Weil ich tot bin. Das ist natürlich eine Ausnahme. Ja, mir folgen. Ja.
Und ich habe wieder nur 5 FPS. Ups. Loki hier, beider kommen. Loki hört. Haben Sichtkontakt auf Freier. Ist von unserer Position aus im Norden. Verstanden. Die sind da unten gerade ein bisschen am Aufräumen. Frage, habt ihr einen Sanitäter dabei? Kommen. Ja, haben wir. Der macht aber zum allerersten Mal Sanitäter und hat sonst auch nicht viel Spielerfahrung. So, verstanden. Folgender Auftrag. Gruppe Tor finden und sicher. Kommen. Ja, so verstanden. Wow! Sicher. Ende. Letzte bekannte Position von Odin. Tor ist es. Die dürften irgendwo zu eurem Süd... irgendwo im Nordosten sein. Circa 300 Meter rein. Achtung, irgendwas im Nahbereich. Hast du das auch auf den Berg gehört? Ja. Ja, dann wir checken das Ganze mal. Zu zweit. Ja. Ist doch mal so, wir haben keine große Unterstützung. Tor hier, Freier, kommen! Ja, kommen Sie. Ja, sind Sie gerade am Berg? Oder wer läuft da gerade rum auf dem Berg, wo ihr seid? Alle tot, alle tot! Das ist Baldur zur Unterstützung von Tor. Ja, passt auf, ihr habt da im Nahbereich ein Stückchen weiter höher. Da sind Feinde, ich schätze mal der August. Haben wir schon gesehen, ja, bewegen uns entsprechend langsam und vorsichtig. Ja, ist verstanden. Freya, Frage, wo genau befinden Sie sich? Ich befinde mich jetzt zwischen diesem Umspannungswerk und dem Wald auf dieser Freifläche. So, verstanden. Über uns. Wir gehen. Da oben ist einer, der hat gerade um mich geschossen. Jawohl, haben wir gesehen, wir versuchen ihn aufzuklären. Feuer bekannt, meint. Loki für Odin, kommen! Loki hört. Hier Odin, folgende Sachlage. Gruppe Odin und Gruppe Fenris haben sich am Respawn vereint. Folgende Problematik. Wasbox zerstört. Wir haben zwei Sunnis, die nicht heilen können und einen Panzerfaustschützen, der keine Panzerfaust hat. Das Revive Script. Es gibt keinen Moment irgendwie buggy zu sein, die Leute respawnen ständig. Komisch, beim letzten Mal hat es noch geklappt. Folgender Auftrag, ihr nehmt euch ein Fahrzeug und fahrt bis zu Powerplant vor und von dort aus greift ihr dann die Stadt an. Komma, verstanden? Unser Nubis. Hier bitte? Die sind unter uns. Irgendwo. Auf einmal. Freya, hier Loki kommen. Ja, kommen Sie! Die Einheiten am Fuß des Berges, in der Mitte oder ganz hoch? Moment!
Ich höre Stimmen. Im Vorfeld. Die sind quasi direkt auf dem Berg drauf. Zagan, hörst du die Stimmen auf 1 Uhr? Den Leuten haben wir sogar ein bisschen Angst gemacht. Ja. Die sind hier irgendwie vielleicht 50 Meter. So, wiederholen Sie Ihren Funkspruch, bitte. Ich habe eine Panzerfaust aufgenommen. Wenigstens einer, der sichert. Ja, wer ist denn für den? Hier, der MG-Schütze. Okay, ja, warte. Ah, kannst du dich selber meinen? Ich bin der, die hört. Du bist? Ja. Ja, ich mach mal selber. Wir sammeln uns. Okay. Ja, ich weiß zwar nicht, warum wir uns jetzt hier angeschlichen haben, aber... Weil ich dachte, dass ich im August deine Stimme... Okay. Nee, also wollte ich auch nicht sofort Kontakt aufnehmen. Warum passiert hier nichts? Die sind Richtung Osten abgehauen. Ja, hier liegen das Boden. Also es waren menschliche Spieler. Future. Ja, definitiv. Okay, wir gehen Richtung Norden. Sobald ihr eure gesamte Meute sammelt, wir gehen Richtung Norden über den Berg und greifen dann rechts um an. Hat jemand noch Medikits? Ja, ich verabreiche dir eins. Wer hat mein Defi? Ich hab dein Defi, wo bist du? Ich gebe ihn dir. Den Rest rund um Sicherung aufbauen. Check. Schnappt euch einen Baum, irgendwas. So, du hast dein Defi wieder. Ja, jetzt geht's. Gruppe Tor, wo seid ihr? Hier. Zwar nicht sicher, vom Baum links. Ja, Freier, kommen. Wenn ich bei dem, wo ich... Wenn ich jetzt hier... Ja, Loki. Ja, der ist tot, das ist Switchen. Wenn bist du das? Check, bin ich. Gruppe Tor, alle Richtung Südosten, einen Baum schnappen, Sicherung aufbauen, Richtung Stadt. Ja, kurz zur Lagemeldung. Auf dem Berg sind noch weitere Schützen unterwegs. Ja, sonst kann ich Ihnen nicht so weiter melden. So verstanden, die Gruppen Loki, Balder und Odin haben sich jetzt, Loki, Thor und Balder haben sich soeben zusammengefunden. Wir haben Feind auf unserer Südwest-Bergseite. Wiederhole, Südwest-Bergseite haben wir Feind. Wir versuchen die jetzt zu flankieren. Kommen wir doch verstanden.
Ja, das verstanden. Bingseise. Ich bin hinter dir. Bingseise, nein, gar nicht. Das ist, haha, die wissen, dass sie da kommen. Wir ziehen ab. Jungs, wir ziehen ab. Schnell runter vom Berg und schnell die Stadt rein. Wenn wir es noch kennen. Richtung Süden. Richtung Süden. Ja, ja, verstanden. Meine Gruppe, mir anschließen, Kagan hinterher, habe ich den Süden. Wo bist du? Da rein, wir gehen jetzt. Wir dürfen hier einfach da liegen. Ja. Hier, Loki, kommen. Ja, kommen Sie. Wir bewegen uns gerade soeben zum Angelsziel. Verstanden? Ja, das verstanden. Ich scanne gerade vor Ihnen. Er sieht soweit sauber aus, aber ich kann nicht auf die andere Seite des Berges gucken. Da sind eben auf jeden Fall welche dahinter gelaufen, quasi vom Berg. So verstanden. Zagan? Okay, wir gehen, wir gehen. Wir haben Feinde hinter uns. Der Stadt sind wir sicherer als hier draußen. Was? Ja? Gib mal einen Mörser auf der Nordseite vom Berg. Nordseite vom Berg, verstanden. Gib mal so einen groben 200 Meter im Kreis. Zwischen 175 und 167 rechts davon. Moment. Die vier Planquadrate. Nochmal? Koordinaten. 06122. 122. Verstanden. Bis? In dem Quadrat bis 107123. Verstanden. Okay. Hau da mal viel mehr so hin. Requesting immediate fire support at the designated coordinates. Over. Dann rennen wir weiter. Requesting immediate fire support at the designated coordinates. Over. Lass mich hier zurückziehen, oder? Negativ, wir haben gerade die Südseite des Werks. So, sind unterwegs. Viel Spaß. Okay, gut. Wir gehen. Los geht's. Los, weiter geht's. Feuer einstellt. Zagan ist down. 10 Meter Vorfeld. Sanitäter? Die sind vor uns. Was hat denn da geschossen? Die sind vor uns irgendwo. Auf 10 Uhr habe ich einen Schützen im offenen See laufen sehen, auf 100 Meter. 100 Meter, 10 Uhr. Sanitäter zum Zugführer. Los, hier runter verlegen, nicht auf den Berg da runter. Komm, auf Sicherung Richtung Süden. Was bekämpft? Meldung bitte, Jungs. 10 Uhr, 100 Meter, Einzelschütze, kann ich nicht aufklären. Ich auch nicht. Von dem Berg dort sieht man nichts. 10 Uhr, Einzelschütze. 200 Grad. Ich
oben rum, kommt auf. Da oben rum, wenn ihr das Suchdecken habt, und dann feuert ihr. Ben, ich schließe mich dir an. Boah!